Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Day Shift of Freddy's 3. Beim letzten Mal haben wir nochmal mit dem guten Dave gequatscht. Der hat uns dann hier ein Portal gezeigt, geöffnet. Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Aber wir stolzieren mal rein oder stolpern da rein, wie auch immer. Huch! We've arrived. Feast your eyes. Sportsy. Wir sind da. Schau mal, Sportsfreund. Also, das ist Ebene 2, hm? Es kommt mir bekannt vor. Ich habe in einer Menge Lokale gearbeitet, die genauso aussahen. Yeah, don't say. Sportsy. Ja, was du dich sagst, Sportsfreund. This realm represents any Freddy's locations that were built in the late 80s, I believe. Und dieses Reich repräsentiert jedes Freddy's Lokal, welche in den 80ern gebaut wurden, glaube ich. So. Plastic robots could be lurking around anywhere, and you know as well as I do that just ones bite. Also sind hier bestimmt irgendwo Plastikroboter unterwegs. Und du weißt genauso sehr wie ich, dass diese zubeißen. Ja. Ah, okay, dann lass mal los. Right behind you, old sport. Direkt hinter dir, Sportsfreund. Ach schön, auf den Dave ist immer Verlass. Ja, die alte, olle Aubergine, die vergammelte Leiche. Na, wobei, ist ja der gute Teil seiner Seele, ne? Okay, also wir können nach links oder nach rechts? Ich würde sagen, und wir können halt auch nach Norden. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Norden einfach noch ein bisschen. Man soll ja oft abspeichern, ne? Wenn ich das einfach mal tun. Nicht, dass es gleich zu einem Kampf kommt und ich sterbe direkt. Das wäre nicht so gut. Dann schauen wir hier mal links in dem Raum. Okay, hier ist auch wieder einfach nur Parts and Service. Frankly, I don't know why we even bothered repairing these plastic shitboards. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, warum wir uns auch nur im Ansatz darum gekümmert haben, diese Plastik Shitlords zu reparieren. Should have just thrown those things out the window, brought back the older models. Wir hätten sie einfach aus dem Fenster schmeißen sollen und die alten Modelle wiederholen sollen. We got more sexual harassment complaints from that chick in that. Wir haben mehr Beschwerden über sexuelle Belästigung von diesem Hühnchen bekommen als... Ach schön. Ja, TTS ist manchmal... echt wunderbar. Oh. Freddy's Vending Machine. Freddy's Getränkeautomaten. Oder Snackautomaten. Vending Machines. Wie könnte man das nennen? These things were fairly decent back in the late 70s. Diese Dinger waren echt gut. Damals in den späten 70ern. You could get an array of overpriced junk food from any machine. Du konntest eine große Auswahl Junk Food von jeder Maschine bekommen. And that health wave hit America. Und diese Gesundheitswelle traf Amerika. My story short, they took powdered donuts out of the machine, and I lit one of these babies on fire. Um es kurz zu machen, die haben gepuderte Donuts aus der Maschine rausgenommen, dann habe ich einen von diesen angezündet. When that didn't work, I tried dismantling Funtime Faxi over and over again. Als das nicht geklappt hatte, hab ich Funtime Foxy immer und immer wieder auseinandergenommen. I don't think they ever connected that the two events were related, to be frank. Ich glaube, sie haben diese zwei Events niemals miteinander in Verbindung gebracht, um ehrlich zu sein. Ja gut, ich sag mal, wieso auch, ne? Hier anzünden und... Oh, Candy Cadet. Anzünden und irgendwas auseinanderreißen ist ja nun mal gänzlich was Unterschiedliches. Es ist immer noch Beschädigung von fremdem Eigentum, aber, ne? Oh, good lord, this thing. Ach, gute Güte, dieses Ding. They had to stop shipping these things to the Freddy's locations. Sie mussten aufhören, diese Dinger an Freddy's Lokale zu verschippen. Why on earth you'd want a plastic robot that can tell kids about the orphans and rattlesnakes is beyond me.
warum auch immer man einen Plastikroboter haben möchte, der Kindern über tote Waisenkinder und Klapperschlangen erzählt, will mich in den Kopf. All it takes is for this thing to correctly predict when one custom is gonna die. Alles, was es braucht, ist, dass dieses Ding korrekt voraussagt, wann ein Kunde stirbt. And you have a murder lawsuit on your hands. Und mal eine Klage wegen Mord am Hals. Ach Dave, sprichst du aus Erfahrung? Oh Mann ey, der ist mehr einer. Na gucken wir mal, was es hier so weiter im Norden gibt. Nicht, dass der Dave wieder eine Lunchbox braucht. Zum Glück habe ich abgespeichert. Achso, warum darf der zuerst schlagen? Moves Duo Act. Let's go. Duo Act. Auf Nexus. Nice. Aua. Dann werden wir mal Toy Bonnie attackieren. Und Dave wird guarden. Ouch. Fight, let's go. Mach ihn kaputt. Und wenn das nicht klappt, dann gibt's halt anders auf die Fresse. Und zwar mit Safe Scumming. Au. Moves machen wir mal wieder hier. Sachen. Einfach nur, damit wir eventuell besser dran sind. Dann attackieren wir nochmal Bonnie und der Dave guardet. Ja! Easy. Tamper. Also rumfummeln, rumfuschen. Ja, nett. Das wird direkt abgespeichert. Cool. Okay, hier ist ein Ballpit und ein Knopf mit Door. What a miserable looking ballpit. Was für ein miserabler Ballpit. At least three customers have given by finish things. Mindestens drei Kunden haben in diesen Dingern eine Geburt vollzogen. Child murders aside, Freddy's was an incredibly fucking cursed place. Kindsmorde beiseite, Freddy's war echt ein cursed Ort. Ja, das glaube ich. Okay. Machen wir nochmal das gleiche wie eben. Temper, Bonnie, probieren wir mal. Alter! Wow, okay. Nexus is not level 3, I promise land. Slippery land. Junge! Was war das denn für eine Attacke? Das ist ja eine OP-Attacke des Todes. Holy shit. Wie gut. Ah, your typical Freddy's poor relief button. Ah, ein typischer Freddy's Türknopf. You'd be surprised just how useful a metal blast door is when you've got a deranged fox robot sprinting towards you. Du wärst überrascht, wie nützlich so eine metallene Schutztür ist, wenn ein verrückter Fuchsroboter in deine Richtung sprintet. And by extension, your frontal lobe. Um es auszuführen, auch dein Frontallappen. Okay, jetzt habe ich wahrscheinlich ein bisschen falsch übersetzt, weil das verwirrt mich gerade ein bisschen. Ich speichere einfach nochmal ab, weil da war ja jetzt gar nichts, ne? Okay, dann wollen wir einfach mal weiter Richtung Norden von der Mitte aus. Will ich hier nochmal speichern. Einfach nur, weil ich ein bisschen Poggers gemacht habe. Haha, Poggers, hä? Okay, alles klar. Keiner lacht. Ach, finde ich. Schön. Echt schön. Oh. Verdammt. Ist das eine Sicherheitstür? Looks like it. Sportsy.
Oh, strange. It's our Sportsfreund. Wie komisch. I've never seen anything like that here before. Also, was habe ich hier noch nie zuvor gesehen? I wonder if it's possible to go too far down and find yourself trapped. Ich frage mich, ob es möglich ist, zu weit nach unten zu gehen und dort gefangen zu sein. Danke, dass du die Laune angehoben hast, Dave. Worry not. Sportball. Keine Sorge, alter Sportsfreund. I happen to vaguely recall us seeing a door release button in one of the rooms that we passed. Ich erinnere mich daran, dass wir so einen Knopf für diese Tür in einem Raum gesehen haben, an dem wir vorbeigekommen sind. I'm sure the closed blaster and the button are hooked up to one another. Ich bin mir sicher, dass die Tür und der Knopf irgendwie miteinander verbunden sind. We press the button, up that fucker comes. Drück mir den Knopf, dann geht die Tür auf. Okay, das macht Sinn. Finde ich auch. Sportsy. Komm schon, Sportsfreund. Time to press a motherfucking button. Zeit, einen verdammten Knopf zu drücken. Nachdem ich gespeichert habe, ihr werdet das hier oft sehen. Es tut mir leid, nicht. Oh, da markiert mir jetzt sogar, wo ich hin muss. Das ist nett. Denke ich, würde ich sagen. Ja, oder? Ist schon nett. Okay, speichern. Ich frage mich, ob die Viecher nochmal in denselben Orten quasi auftauchen können, wenn wir sie schon einmal besiegt hatten. Ja. Clank. Clack. That ought to do it, alright? Das sollte es erledigt haben. Come on. I've just realized the perfect place to check. Komm schon, ich hab grad den perfekten Ort zum Überprüfen realisiert. Aha. If my suspicions about this ethereal location are correct. Wenn meine Vermutungen über diesen ätherischen Ort korrekt sind, this place should have a prize corner. Sollte dieser Ort eine Preisecke haben. If any room in this place is unimaginably and horrifyingly haunted, it'll be at one. Wenn irgendein Raum in diesem Ort unglaublich und fürchterlich heimgesucht ist, dann wird es der sein. Wieso der eine? Oh, please. That's where Matt worked. Ja, komm schon. Dort hat Matt gearbeitet. Even the spirit world respects how creepy the fucking virgin was. Sogar die Geisterwelt respektiert, wie verdammt gruselig diese Jungfrau war. Macht Sinn, schätze ich. Come on, Sportsy. That ghost ain't gonna bust itself. Komm schon, Sportsfreund. Dieser Geist lässt sich nicht selbst einfangen. Dieser Ort muss es wirklich einen Tacken runterdrehen, diesen 80er-Jahre-Zeug. Ja, weiß ich nicht. Ich finde die 80er interessant, um ehrlich zu sein. Deswegen habe ich wahrscheinlich Black Ops Cold War auch so gefeiert. Also Call of Duty Black Ops Cold War, vor allem den Zombie-Modus. Junge, hab ich den gesuchtet. Dunkelether freigeschaltet und all das. Jedes Easter Egg gemacht, mindestens einmal. Ah, schön. Wahrscheinlich weiß die Hälfte nicht mal davon. Wahrscheinlich weiß die Hälfte hier, die eventuell noch zuschaut, nicht mal wovon ich rede. Macht ja auch nichts. Vielleicht mache ich die Easter Eggs irgendwann mal. Es ist ein tolles Spiel. Wirklich. Ein bisschen hektisch, aber so ist es mit dem Zombie-Modus in Call of Duty halt. Okay, dann mal nach links gucke. Weil ich bin ein neugieriger Proto. Look, Sportsy. The security office? Schau, Sportsfreund, das Sicherheitsbüro. You noted there's 17 different ways to dismantle a security camera. Wusstest du, dass es 17 verschiedene Arten gibt, eine Sicherheitskamera auseinanderzunehmen? 19, if you feel like being extra creative. 19, wenn du dich ganz besonders kreativ fühlst. Es ist echt ein Wunder, dass sie dich je geschnappt haben, Aubergine. Alas,
My downfall was my tendency to leave Buffalo Wing remnants at the scene of the crime. Mein Niedergang war meine Tendenz dazu, Buffalo Wing Überreste am Tatort zurückzulassen. Oh, armes Dave. Oh, ich hätte jetzt aber auch Bock, hier so ein paar Chicken Wings einfach zu downen, zu inhalieren. Wir müssen da nach Norden, aber ich will mal eben gucken, was es hier rechts so gibt. Ich schätze mal, also ich sag mal, der Raum wirkt ein bisschen breiter vom Bild her unten links. Ah, ich weiß warum. Wegen dem Music Man, oder wie der heißt. So. Yeah, what the fuck is this thing? Ah, was soll das Ding? Sportsy, I know we murdered plenty of children together. Sportsfreund, ich weiß, wir haben viele Kinder zusammen erledigt. But this thing is single-handedly more horrifying than any crime I've ever committed. Aber dieses Ding an sich ist schon verstörender als jede Straftat, die ich begangen habe. Ja, das... Nee. Wirklich nicht, Dave. Nein. Aber, ne, das Ding ist schon hässlich. Sagen wir es so. Huch. Well, here we are. Sportsy. Nun, da sind wir, Sportsfreund. The prize corner. Die Preisecke. Look at that counter. In all of its horrifying hauntedness. Schaut ihr den Tresen an. In all ihrer verstörenden Heimgesuchtheit. Es sieht für mich gar nicht heimgesucht aus, Dave. Give it a second. Warte eine Sekunde. Maybe something'll pop into existence if we sit in silence for 3 or so seconds. Vielleicht taucht etwas auf, wenn wir hier 3 Sekunden oder so in Stille sitzen. Well, there we have it, old sport. Something. Na also, Sportsfreund. Etwas. Ja, ich bin's. Ich heiße jetzt Nexus. Die... Was machst du denn noch hier? Ich dachte, du wärst mittlerweile weitergezogen. Nun, wenn ich weitergezogen wäre, wären wir dann zurückgeblieben, um die ganzen restlichen verlorenen Seelen hier aufzuwischen, die zurückgeblieben sind. Hier sind nicht mal allzu viele, außer vom geistlichen Roboter. Dieser Ort war extrem leer. Ich verstehe. Es ist schön, dich wieder... Wait, hold on a second. Sportsy, why are you calling that thing D? Warte. Warte mal eine Sekunde, Sportsfreund. Warum nennst du das Ding D? Isn't that a human name? Ist das... Ist das nicht ein menschlicher Name? Für Mädchen? Why on earth are you calling it that? Ey, wieso zur Hölle nennst du es so? Dave, das ist die. Sie ist... Warte eine Sekunde. Ich kenne diese Stimme. Ist das Dave Miller? Der Kindsmörder? In the flesh. Or whatever the scaly hide covering my body is made out of. In Fleisch und Blut. Oder wie auch immer man diese schuppige Haut nennt, die meinen Körper übersieht. Jack, warum würdest du ihn hier zu mir bringen? Bekommst du dadurch irgendeinen Krankenkick und so sagen? Er ist mein Freund, D. Er ist hier, um zu helfen. Dave Miller, hier um zu helfen. Du hast dich gar nicht verändert. Weil dieser Patient Opfer, die ihr meine Lehrerin hat, nicht genug. Ich bin kein Idiot, Jack. Jedes Mal, wenn ihr meine Freunde wart, blieb eine Spur am Körper.
Ich kann das nicht geschehen lassen. D, relax. I've learned my lesson in junk. D, entspann dich. Ich habe meine Lektion gelernt und so. Ich habe nicht gehofft, dass du zurückkommst, um mich zu finden, Jay. Jetzt wünschte ich, dass du es nicht getan hättest. Doch wie ist dieser Ort mit Seelenübershilfe? Es kann mich jetzt verschlagen, weil sie an ihrer Anstellung gelernten Pokémon außerhalb ihres Schlafzimmerfensters denken können. Vielleicht tun, was sie vor 50 Jahren hätte tun sollen. Die. Ich will dir nicht wehtun. Aber wenn du mich verletzen willst, werden wir uns verteidigen müssen.